Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Es geht wieder um eine Top 5 Reihe und zwar geht es heute um den Galopp. Mit der Püppi habe ich da ja auch sehr, sehr viel dran gearbeitet in den letzten Jahren und da kriege ich immer viele Fragen von euch, mit welchen Übungen ich das hinbekommen habe, weil ihr Galopp war wirklich nicht so der Beste, als sie zu mir kam, aber inzwischen ist es eigentlich das Vorzeigepferd in der Gangart. Und ja, da zeige ich euch heute so ein paar Übungen im Galopp selbst. Natürlich ist es so, dass man in allen Gangarten und mit allen Übungen alles auch verbessern kann. Also wenn das Pferd erstmal gut an den Schenkeln ist, ist natürlich auch sehr gut für den Galopp. Aber jetzt geht es wirklich um Übungen im Galopp für den Galopp. Und da wünschen wir euch jetzt viel Spaß. Und danach hat sich leider die Tonaufnahme meines Handys verabschiedet, weshalb wir das jetzt einfach so nachholen und ich das Ganze im Nachhinein nochmal vertone. Die allerwichtigste Übung ist das Zirkelverkleinern. War bei dem Platzaufbau gerade nicht so einfach, da einen ordentlichen Zirkel zu reiten, deswegen habe ich das einfach um den Sprung da gemacht. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man dabei die Hinterhand immer mitspringen lässt. Deswegen habe ich auch, sieht man wahrscheinlich jetzt hier nicht so gut, aber eine lange Dressurgerte immer in der Hand, dass ich reite immer mit langen Gerten zu Hause, dass ich eben immer die Hinterhand hinten ein bisschen antippen kann. Seht ihr eigentlich immer, wenn Püppi mit dem Schweif so ein bisschen wedelt, dann tippe ich wirklich so nur ganz leicht so die Flanke an, dass die Hinterhand schön mitspringt, wenn ich merke, da wird sie ein bisschen faul und mein Bein und mein Sitz reichen eben nicht mehr aus in dem Moment, um das zu halten. Ja, genau sowas hier, dann springt sie mal kurz ein bisschen nach vorne, das ist gar nicht schlimm, Hauptsache sie reagiert auf diese leichte Hilfe, die ich da gebe. Und ich habe direkt wieder die Hinterhand dran. Was ich da mache, entweder ich halte konstant so ein ruhiges Tempo, das ist natürlich Übungssache, das geht nicht von heute auf morgen, aber entweder ich behalte eben ein Grundtempo oder ich gehe auf kleiner Linie wirklich richtig gesetzt und vergrößere dann mit dem Zirkel auch den Galopp, heißt also, ich lasse das auch wieder raus, weil das kann man natürlich auch nicht ewig nacheinander machen, das ist total anstrengend für die Pferde, aber das kann man dann eben auch noch so ein bisschen variieren und dann geht es eigentlich direkt in die nächste Übung weiter, das sind nämlich Übergänge, 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 ob das Schritt, Galopp, Galopp, Schritt oder Übertrab ist, völlig egal, aber beide Übergänge zwischen den Gangarten sind einfach sehr wichtig, sauber zu reiten. Wenn da mal vielleicht die Anlehnung nicht ganz perfekt ist, lege ich da dann nicht so ganz großen Wert drauf, weil es geht ja jetzt hier nicht um eine dressurlich perfekte Ausführung für eine Aufgabe, für eine Prüfung, sondern darum, dass sie die Last aufnehmen sollen. Beim Angaloppieren ist es ganz wichtig, dass es wirklich vom Fleck weg ein angesprungener Galopp ist. Ob das aus dem Schritt ist oder aus dem Trab, völlig egal. Beides muss wirklich gesprungen sein. Vor allem muss man auch den Galopp halten. Ja, passiert. Und das Durchparieren wiederum, egal ob das zum Trab oder zum Schritt ist, muss natürlich genauso ruhig und gesetzt direkt sein, dass es nicht so ein Auslaufen ist, sondern an einem Punkt, wo der ist, ist ganz egal. Hauptsache, der ist dort, wo man sich den auch vorgestellt hat. Und dann geht es weiter mit Übergängen in der Gangart, also im Galopp, heißt also Tempiwechsel. Da erstmal ganz vorsichtig, also ich habe sie hier schon in einem sehr, sehr gesetzten Galopp, dann ein bisschen nach vorne. Am Anfang fange ich das erst an, dass ich einen Zirkel danach reite oder eine sehr große Volte, um erstmal wieder richtig auf die Hinterhand zu kommen. Und dann wieder aus diesem ruhigen Galopp nach vorne zu reiten. Warum diese gebogene Linie danach erstmal? Eben, weil es leichter ist für das Pferd dann auch selbst die Beine zu sortieren und zurückzukommen, als wenn ich dann ganze Bahn weiter reite und eigentlich nur am Zügel ziehen muss, um da überhaupt wieder auf die Hinterhand zu kommen. Ja, Bock zwischendurch ein bisschen los, wird nachher noch ein bisschen lustiger, also könnt ihr euch schon mal auf was freuen. Aber das muss man bei der Puppe immer nehmen, wie die Tagesform ist. Sie kennt die Übung schon ganz genau. Ich treibe das dann auch manchmal noch ein bisschen weiter, dass ich die Leute, die Vielseitigkeit reiten, das war jetzt schon mal sehr gut, kennen das, dass sie wirklich richtig losschieben muss. Also teilweise auch aus der Startbox-Position raus sozusagen, dass ich aus dem Stand richtig losschieben lasse, dass wirklich dieser Moment, wo ich richtig Kraft aufbringen muss hinten, da kurz gegeben ist. Dann natürlich immer wieder Pausen zwischendrin, ganz wichtig.
Dann geht's auch an die nächste Übung und zwar Cavaletti in allen Formen, Farben und Aufbauten. Das ist jetzt die, mit der ich aktuell viel gearbeitet habe, deswegen habe ich die da gleich nochmal übernommen. Ja, da war das Bein mal kurz nicht gut genug dran, da muss ich auch selber aufpassen, gerade wenn es dann in die engeren Wendungen geht, muss man als Reiter immer mit dem Sitz begrenzen. Die Püppi macht das gerade alles mit einer Seelenruhe so am Sprung, wirklich so ganz kleiner Galopp aus der Ruhe raus, direkt wieder schließen danach, ich kann mich ransetzen, weiter galoppieren, genau so. Das kombiniere ich dann natürlich auch mit den anderen Übungen, das heißt mal ein bisschen vorwärts, ein bisschen rückwärts. Jetzt könnte man hier zum Beispiel auch zum Schritt durchparieren, dann wieder angaloppieren, dann über die Cavaletti wieder durchparieren, wieder nach vorne reiten. Da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber das sind so die einzelnen Übungen. Und dann sind wir nochmal auf unsere Galoppwiese gegangen. Ja, Püppi live. Das muss man immer im Hinterkopf behalten bei ihr. Kann jederzeit unvorhergesehen einmal zur Seite springen. Wie gesagt, das Beste kommt zum Schluss. Wartet mal noch ab. Unsere Wiese da geht so leicht bergab. Sieht man hier vielleicht nicht so. Ihr seht, dass sie immer mal wieder ein bisschen rumspinnt. Aber sowohl das Bergauf als auch das Bergabgaloppieren sind natürlich super für die Hinterhandmuskulatur. Und vor allem eben auch in diesem etwas gesetzteren Galopp. Klar kann ich auch mal bergauf richtig lostreten lassen, dass sie noch mehr Kraft aus der Hinterhand, so Schubkraft entwickeln müssen. Aber durch dieses Gesetzte ist das natürlich auch nochmal mehr Schwierigkeitsgrad, dass auch in diesem gesetzten Galopp sowohl bergauf als auch bergab gleichmäßig im Grundtempo zu halten. Bei der Püppi, wie gesagt, muss ich da immer ein bisschen mehr dran sitzen. Da kann ich jetzt nicht hier ganz entspannt im leichten Sitz ein paar Runden drehen, weil immer sowas passieren kann. Und wenn man da nicht aufpasst, dann wird es gleich richtig böse. Nee, aber an sich, dieses Bergauf, Bergab ist immer gut und generell auch an schrägen und in etwas unwegsamerem Gelände zu reiten, ist immer förderlich für das Pferd, sowohl in der Konzentration als auch körperlich, weil sie immer aufpassen müssen. Sie müssen sich auf neue Boden einstellen und auf neue Bodenverhältnisse einstellen. Und da kann man auf jeden Fall mit wenig Aufwand hier auf so einer Wiese super dressurmäßig reiten, hat aber gleich nochmal einen stärkeren Trainingseffekt. So, und jetzt gleich, nicht wundern, packe ich einmal den Originalton rein. Man hört vielleicht nicht viel, aber ihr könnt mal ganz genau hinhören. Man kann ja über solche Sachen eigentlich auch nur lachen. Und das war wirklich harmlos, was sie gemacht hat. Aber wir haben es auf Video. Naja, das meinte ich. Aber das war trotzdem noch harmlos. Platz. Das ist Püppi Life, wie sie lebt und lebt. Da muss man immer drauf gefasst sein. Ja, aber man nimmt es ja mit Humor. Wenigstens hat sie mehr als genug Energie und auch nach einer Einheit kann sie noch so losbocken. Da ist ja alles richtig. Und generell finde ich, die Figur, die sie gerade hat, ist einfach unschlagbar gut. Richtig toll. Ich hoffe, wir können das auch irgendwann auf Turnieren wieder zeigen. Ja. Aber jetzt hoffe ich erstmal, dass ich euch wieder so ein paar Tipps an die Hand geben konnte, dass ich euch helfen konnte, dass ihr vielleicht ein paar Inspirationen mitnehmt. Für jedes Pferd muss man natürlich unterschiedlich schauen, welche Übungen fallen leichter, welche schwerer, wo muss man was ändern und vielleicht anders arbeiten. Aber das ist auf jeden Fall meine Top 5 Galoppübungen.